Hier soll es darum gehen, wie wir eine geraden Gleichung durch zwei Punkte aufstellen können. Also wir haben also wir starten mit zwei Punkten A und dem Punkt B und zwischen den beiden Punkten, das ist jetzt höchst kompliziert, soll eine gerade G verlaufen und da schreibe ich gerne einen Index AB, um zu verdeutlichen, dass diese gerade durch die beiden Punkte geht. Und wir wollen eine geraden Gleichung dafür haben. Also die gerade G braucht auf jeden Fall einen Sturzvektor P und einen Richtungsvektor V, der mit einem Parameter, zum Beispiel t, multipliziert wird und t durchläuft alle reellen Zahlen. Ja, dann könnte man sich vorstellen, dass der Vektor p sich da befindet. Also wir brauchen irgendwie einen Vektor, der auf einen Punkt auf der Geraden zeigt. Und dann brauchen wir einen Vektor entlang der Geraden. Also das könnte zum Beispiel der Vektor v sein. Und wenn wir zwei Punkte gegeben haben, ist es eine relativ einfache Aufgabe. Dann kann man als den Stützvektor zum Beispiel den Ortsvektor eines der beiden Punkte nehmen. Also ich entscheide mich hier für den Ortsvektor des Punktes A. Und dann Parameter t mal und den Vektor zwischen den beiden Punkten. Das wäre zum Beispiel der Vektor von A nach B, also der Vektor AB. So, wie berechnet man den Vektor AB? Man nimmt den Ortsvektor des Endpunktes, so des Punktes B, und zieht davon den Ortsvektor des Anfangspunktes, also des Vektors OA. So, machen wir direkt ein Beispiel. Nehmen wir die Punkte A 1, 1 und noch eine 1. Und den Punkt B mit den Koordinaten 1, minus 3 und 4. So, den Ortsvektor von A bekommen wir, indem wir einfach die Zahlen übereinander schreiben. Das ist der Ortsvektor von A. Und den Vektor AB bekommen wir, indem wir von dem Ortsvektor von B, also 1, minus 3 und 4, den Ortsvektor von A subtrahieren und der Ortsvektor von A ist 1, 1, 1. Und komponentenweise müssen wir einfach die Einträge voneinander abziehen. 1 minus 1 ergibt 0. Minus 3 minus 1 sind insgesamt minus 4. Also nicht, dass jemand denkt, das wäre eine 6, das war eine 0. Und 4 minus 1 sind 3. So, im Prinzip sind wir schon fertig. Jetzt muss man nur das Ganze abschreiben. Die Gerade durch die Punkte A und B hat folgende Parametergleichung: Sturzvektor 1, 1, 1 plus Parameter t mal Richtungsvektor 0, minus 4, 3. Und das, was gerne vergessen wird, man muss zeigen, dass es sich dabei um eine gerade handelt. Und das ist nur dann der Fall, wenn wir für t alle reellen Zahlen einsetzen können. Dann durchlaufen wir wirklich eine unendlich lange Gerade, also t Element R.